Spiel 5. Habt ihr es verstanden? Nee, also das ist eher semi-gut, weil im nächsten Spiel geht's um Rückwärtsdenken und Agieren. Also, liebe Freunde, kurze Rede, langer Sinn. Das Ziel ist dieses Mal die Reise und nicht der Weg. Also, die im Karpel. Wie immer wünsche ich euch ein wenig Erfolg und das meine ich genauso. Steven erklärt den beiden Rücklichtern mal, um was es genau geht in dem Spiel. Cheerio, Max. Beginnen Spiele, die lasset. Er rotzt das so schön hin. Vielen Dank, Max. Beginnen Spiele, die lastet. Merkwürdiger Titel, aber großartiges Spiel. Dafür haben wir Gegner ausgesucht, beziehungsweise ProSieben gebucht sozusagen. Die waren auf der Rückwärtsschule in Rücklinghausen und tragen heute sogar ihre Kleidung rückwärts. Hier sind Chris Cross, Janine Michaelsen und Simon Gosejohann. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Was prädestiniert euch für eine Rückwärts-Olympiade, die wir gleich spielen werden? Gar nichts. Rückwärts einpacken. Mit Joko mal rückwärts Fußball gespielt. Stimmt. Und dann war ich in Holland mal Vierter bei den Rückwärts-Weltmeisterschaften. Mit Auto von vier? Von 20. Oh, cool. Ich habe viele Shows gemacht, in denen Klaas Dinge sehr gut rückwärts gemacht hat. Das bringt mir jetzt erstmal nichts außer Erfahrung. Siehst du? Das ist ja auch was. Das ist ganz wichtig. Sagt man auch den Kindern im Kindergarten immer. Ja. Wir wollen schauen, ob diese Erfahrung euch in dem nächsten Spiel hilft. Ich erkläre euch die Regeln. Also, ProSieben will die erste Rückwärts-Olympiade der Welt spielen und teste das an euch, weil danach werden die Rechte verkauft und man will das jede Woche machen. Disziplin 1 bringt einen Punkt, Disziplin 2 bringt zwei Punkte, 3, 3, 4, 4. Ich erkläre jede Disziplin, bevor sie spielt, aber es gilt, das Team, das als erstes 6 Punkte oder mehr erspielt, hat die Rückwärts-Olympiade gewonnen. Okay. Verstanden bis hierhin? Jo. Wunderbar. In der ersten Runde könnt ihr alle ran, danach müsst ihr euch entscheiden, wer was machen soll. Bitte begebt euch hinter die Pulte, Joko und Klaas und Simon und Janine. Okay. Wir spielen als allererstes ein Rückwärtsquiz. Oh, fuck. Ich verlese die Fragen gleich von hinten nach vorne und ich möchte dann von euch, dass ihr auch die Antworten von hinten nach vorne gebt. Aber nicht die Buchstaben, sondern die Worte. Rückwärts gesprochen, sondern die Worte rückwärts in der Reihenfolge wiedergeben. Gut, wenn ihr falsch antwortet bei diesem Rückwärtsquiz, bekommt das gegnerische Team einen Punkt. Ich gebe euch jetzt mal ein kurzes Beispiel. Die Frage lautet, Tolkien, A.R.J., von Roman bekannteste, der heißt wie? Ringe Herr der. Ringe Herr der? Nee. Ringe der Herr der. Ach so, hier stimmt. Ja, das ist der Herr der Ringe. Also Ringe der Herr der. Genau, Ringe der Herr der. Das wäre ein Punkt gewesen für Janine und Simon. So finde ich es gut. Ja, aber ich würde mal sagen, ist der Hobbit nicht vielleicht bekannter? A.A. Tolkien. Hast du verstanden, Joko? Ja. Auch rückwärts denken braucht seine Zeit. Ja, genau. Wenn ihr drückt, habt ihr 8 Sekunden Zeit, um die Antwort zu geben. Also denkt noch mal drüber nach. Okay. Joko ist immer noch bei uns. Ja. Vielleicht. Gut, also nur wenn die Rückwärtsantwort-Reihenfolge stimmt, gibt es einen Punkt, sonst kriegt das gegnerische Team einen. Wir spielen 5 Fragen. Wer mehr Punkte am Ende hat, gewinnt. Gut? Ich gucke nur noch euch beide an. Ich zähle auf Joko. Gut. Frage 1. Sendung, diese heißt wie? Klaas. ProSieben gegen Klaas und Joko. Richtig. Erster Punkt. Hätte man drauf kommen können, ne? Hätte man drauf kommen können. Soll ich es dir nochmal erklären? Nein, ich hab's verstanden. Hier kommt Frage Nummer 2. Ich hasse das Spiel. Gott, ich bin furchtbar schlecht. Ausgebreitet, Arme, die Bug am Vorne, er als Titanic-Film. Caprio di Leonardo.
Das ist eine sehr schöne Antwort. Aber die Frage hätte gelautet, Titanic-Film im Cabrio di Leonardo ruft was? Ah. Hätte ich auch gewusst. Aber wir haben den Punkt ja schon. Ja, ihr habt den Punkt. Ja. Also richtig wäre gewesen, Welt der König, der bin ich. Oder im Englischen, World the of King, the my. Willkommen zur dritten Frage. Solltet ihr die richtig beantworten? Ja. Ist diese erste Runde der Rückwärts-Olympiade schon gewonnen? Ach, guck. Genau. Das hat ja lang gedauert. Hört ganz genau hin. Frage Nummer 3. Apfel der, Redewendung, die ergänzt. Joko. Stamm. Stamm, nicht fällt. Weit. Falsch. Tschüss. Wäre auch falsch gewesen, Zeit abgelaufen und falsch. Stamm vom Weit nicht fällt. Ja, das war richtig. Ergänzt die Redewendung, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. 2:1. Matchpoint. Nee, doch. Oder schon Ausgleich. Wieder. Oder Ausgleich. Ja. Frage Nummer 4. Songs des Titel, der ist wie? Singt, Flussüberquerungsmöglichkeiten, zahlreichen von er dem Klaas. Gehen du Brücken 7 über. Falsch und Zeit. Also was? Rest der Frage, zahlreichen von er dem in Song, einen Maffei Peter veröffentlichte 1979. Richtig wäre gewesen, gehen du musst Brücken 7 über. Aber das 2:2. Oh, schwierig, weil das Verb am Ende ist. Okay. 2:2. Jetzt kommt die alles entscheidende Frage. Nummer 5. Bitte. Abzusetzen, Stift, den ohne, malen Haus, ein sie wenn, Kinder sagen Spruch welchen? Klaas. Nikolaus vom Haus, das ist. Andersrum, ist das. Das ist nicht richtig. Wie denn das? Nikolaus vom Haus, das ist das. Das ist das Haus von Nikolaus. Dritter Punkt in der Rückwärtsquiz. Simon, vielen Dank. Wenn ich eins kann, ne? Dann diese Rückwärtsnummer. An also, komm, Simon Ding. Und Janine, damit habt ihr die erste Runde der Rückwärts-Olympiade gewonnen. Das fühlt sich leider wirklich doll erbärmlich an, oder? Ja, genau. Also, ihr habt die Punkte sozusagen von Joko und Klaas bekommen. Es geht ja, einfach weiter. Der erste Punkt. Gut. Danke. Ja, bitte. Wir kommen jetzt zur zweiten Disziplin bei unserer Rückwärts-Olympiade. Und das ist das Rückwärts-Malen. In dieser Runde wird gemalt, allerdings ist der Stift hier befestigt. Ihr nehmt gleich die Kappe ab und malt sozusagen mit der Leinwand. Ihr geht mit der Leinwand ran und malt. Der Ratende steht euch genau gegenüber. Ihr müsst euch jetzt entscheiden, wer malt und wer redet. Es gibt eine Zeitvorgabe. Ich gebe euch eine bestimmte Anzahl von Begriffen. Ihr könnt, wenn ihr sie nicht erraten solltet, auch weiter sagen, aber irgendwann taucht er logischerweise wieder auf. Wir starten jetzt mit Joko und Klaas. Okay. Und dann bei euch beiden steht einer hier und malt. Wer malt? Okay. Hier. Joko, dann nimm dir so einen großen Block, bitte. Und du darfst dir jetzt von unserem Stapel einen aussuchen. Silber oder Rot? Rot, bitte. Rot möchtest du? Pro 7 Rot. Gut. Klar. Dann mach ich das ab. Du hast es verstanden. So, ganz kurz. Ich nehme hier die Kappe ab, weil sonst nützt das alles gar nichts. Du kannst ja sehr gut raten, ne? Ich pack die hier oben rein. Nee. Weil ich kann sehr schlecht malen. 1:30, wer die meisten Begriffe... Was ist nur besser so oder so, ist egal? Ja, ist egal. Also. Ja, ist dir egal, ne? Nein, ist egal, sag ich dir ganz im Ernst. Frage, ist egal. Eher so ein Quer- oder so ein Hochformat-Typ? Ja, ist so Insta. Alte Schule willst du später oder bei Insta posten, dann mach so. Okay, dann poste ich später bei Insta. 1:30, wer die meisten Begriffe errät, gewinnt. Bist du ready? Du auch, Klaas? Ja. Dann kommt hier der erste Begriff. Ein Boot. Richtig. Abfahrt. Warte mal. Ein Haus. Ein Brief. Eine Frau Holle. Nee. Was? Kannst du auch weiter sagen, wenn du einen neuen Begriff haben willst? Moment. Du darfst nicht gucken. Ach so, das hast du nicht gesagt. Okay, neu. Das kann man nicht wissen. Nee, warte, scheiße. Ja. Ein Regenschirm. Nee.
Nee. 45 Sekunden? Ein Sonnenschirm, ein Elefant, Hund, Katze, Maus, was weiß ich, Alter. Eine Blume. Einen Blumenstrauß. Next. Ein Pimmel. Oh, fuck. Hä? Ein Pluszeichen. Joko, was ist los mit dir? Ey, die kannst du eine Welle, ein Wal, ein J. Dein Name, Joko. Ein Regenschirm. Richtig. Ein Meisterwerk jagt das nächste. Eine Schale, eine Blume, eine Sonne. Schluss. Qualle. Ach, fuck. Eine Qualle. Das wäre eine Qualle gewesen. Ja, sieht doch aus wie eine Qualle. Zwei. Wer malt bei euch? Wer redet? Simon, dann nimm dir bitte den Block. Gab es nicht früher diese Fernsehsendung 1000 Meisterwerke? Joko? An die muss ich gerade. Ja, dann nimm den Block. Wunderbar. Muss ich gerade daran denken, Andi. Pass auf. Gut, also es gilt mehr als zwei Begriffe richtig zu erkennen und zu malen. Okay. Denk dran, Janine, du kannst weiter sagen, wenn du willst. Okay. Seid ihr bereit? 1 Minute 30. Ja. Oh. Und hier kommt der erste Begriff. Tannenbaum. Knochen. Gitarre. Ausgleich. Einen braucht ihr noch. Und das noch über 1 Minute. Graf, Zahlkurve, weiter. Ah, Bett. Ja. Zählt das noch, oder ja, was? Absolut, ja? Richtig, okay. Richtig. Ihr habt es geschafft. Ihr habt es geschafft. Zahl mal dein Bett. Oh ja, sehr gut. Wow. Ist nicht unbedingt Little Nemo, aber ist ein Bett. Also es wurde auf jeden Fall erkannt und das ist das Allerwichtigste. Also auch die zweite Disziplin bei der Rückwärts-Olympiade geht an das Team Janine und Simon. Vielen herzlichen Dank, dass ihr das schnell alles aufräumt. Drei Punkte also insgesamt. Das ist wirklich sehr gut gemeint. Ihr könntet jetzt theoretischerweise, wenn ihr das nächste Spiel gewinnt, auch die komplette Rückwärts-Olympiade für euch entscheiden. Das ist eine tolle Olympiade. Eine tolle Olympiade. Ja, wir kommen zu Disziplin Nummer 3 und das ist der Rückwärtssprint. Ganz einfach erklärt, zwei von euch laufen gegeneinander. Und zwar von hier, das ist der Start, dort hinten über die Ziellinie. Wichtig dabei ist natürlich, rückwärts laufen. Ihr könnt über die Schulter gucken, aber die Füße oder die Fußspitzen müssen immer nach vorne zeigen. Okay. Okay. Ne, also, und das schnell. Okay. Möchtest auf mein Startsignal, wer möchte? Ich verliere so ungern gegen, ich gewinne sowieso nicht, ich möchte gar nicht gegen mich. Klar, dann startest du auf der 1, bitte. Was mit den Schuhen? Starte du auf der 1 und Janine auf der 3. Ach so, ich verstehe. Schuhe tauschen. Möchtest du andere Schuhe haben? Nö, ach Quatsch. Ja? Also wichtig ist, ihr könnt über die Schulter gucken, aber ihr solltet, wie gesagt, die Fußspitzen nach vorne zeigen lassen. Ihr seid bereit? Ja. Auf die Plätze. Fertig. Yes. Sehr gut aufgefangen, aber das war ein ziemlich klares Rennen. Am Ende, wir gucken uns die Zeitlupe nochmal an. Das war, glaube ich, 1,5 Meter Vorsprung. Okay. Aber sehr grazil. Aber wie den, eine Antwort. Ja, komm mal. Den Zehenspitzen. Korrekt, Mann. Oh, endlich mal ein Punkt. Grazil. Herzlichen Glückwunsch. Guck mal. Danke. Ja. Dritte Disziplin. Habt ihr gewonnen? Dafür gibt es 3 Punkte, also steht es 3-3. Aber es war halt hübsch, deswegen gibt es vielleicht ja, super. Gibt's so einen Bonuspunkt. Also Haltungsnote 1. Wir kommen zur Disziplin Nummer 4 und jetzt entscheidet sich, wer die Rückwärts-Olympiade für sich entscheidet. Es geht ums Rückwärtsfangen. In dieser Runde muss ein Kopfkissen rückwärts gefangen werden. Die Fänger stehen auf den beiden Markierungen. Die Werfer oder Werferin oder Fängerin stehen hier. Das heißt, ein Teammitglied steht hier, wirft nach vorne, das andere steht rückwärts und fängt hinter dem Rücken. Ganz wichtig dabei ist, Kopf
und Schultern müssen immer nach vorne zeigen. Also ihr dürft nicht über die Schulter gucken und so fangen, sondern ihr müsst so fangen. Werfen oder fangen? Also ich kann ja, überhaupt nicht. Oder über dem Kopf geht auch, ne? Also wenn das Kissen fangen. Höher fliegt, wer wirft, wer fängt? Ich werfe. Rückwärts, Janine, nicht über Kopf, ne? Muss rückwärts fangen. Genau, Janine, wenn du fangen willst, musst du da vorne hin. Also wenn wir, ich kann halt beides richtig schlecht. Nicht. Aber was kannst du denn besser? Bei mir ist, ich kann, glaube ich, ich habe lange Arme. Ich glaube, ich sollte ja, fangen. Ja, dann mach doch. Blickrichtung nach vorne, Schultern auch nach vorne zeigend. Ihr habt beide drei Versuche. Ah. Wer die meisten fängt, gewinnt diese vierte Disziplin und damit auch die Rückwärts-Olympiade. Joko und Klaas legen vor. Hopp. Sehr gut. Direkt gefangen. Du darfst zurückgeben. Hep. Sehr gut. 1:1. Euer zweiter Versuch. Guck mal, wie du, aber da hast du gezappelt und aber gefangen. Sehr gut, Simon. It went to the floor. Ihr könnt schon mal halt Druck aufbauen jetzt, Janine und Simon. Oh. Das war blöd. Ja. Das ist eins von diesen Scheißkissen. Kann man nicht gut drauf schlafen. Hep! Sehr gut. Okay. Naja, bleibt spannend. Ja. Aber das mit dem Fuß, das war schön. Jetzt sind wir sozusagen fast schon im Sudden Death. Das gucke ich mir an. Ihr müsst nachlegen. Hep. Ah, shoot! Damit ist diese Disziplin verloren und Joko und Klaas gewinnen diese Runde. Aber super! Vielen herzlichen Dank. Das war sehr schön. Die Rückwärts-Olympiade wird bestimmt olympisch und im nächsten Jahr dann ausgetragen. Ja, absolut. Vielen herzlichen Dank an Janine Michaelsen und Simon Gosejohann. Danke euch. Tschüss. Bye. Gut habt ihr das gemacht.